Yo, Leon. Yo. Ich kann Tobi nicht finden. Tobi? Tobi? Tobi ist auch nicht in der Tüte. Tobi ist nicht in der Tüte? Nein. Ja, Tobi ist heute bei seiner Abschlussfeier von seiner Schule. Deswegen machen Leon und ich das nur. Hallo. Hallo, Kinder. Ich bin's, Benjamin. Was lachst du so? Okay. Ich muss dann Bowie von denken. Bowie Blümchen. Hey da draußen, gestern hat der Bundestag über ein Gesetz für die Ehe für alle abgestimmt und die Mehrheit hat für Ja gestimmt. Das heißt, seit gestern dürfen endlich Homosexuelle auch in Deutschland heiraten. Und da Fabian und ich ja schon seit mehreren Jahren zusammen sind. Haben uns gedacht, machen wir einen Boyfriend-Tag. Ihr habt's nicht gesehen, keiner weiß, ob wir uns geküsst haben. Und deswegen viel Spaß mit unserem Boyfriend-Tag. Fragen aus dem Internet rausgesucht zum Thema Boyfriend Tag und ich fange mit der ersten Frage an. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich bin damals von der Schule nach Hause gekommen, hab mir ein Eis gekauft und seine Schule, wo er damals drauf war, ist da ganz in der Nähe und ja. Da haben wir uns dann das erste Mal gesehen. Beim Eisessen. Das war voll süß. Wir haben uns sogar das Eis geteilt. Ja. Ja, das war das erste Mal, da haben wir Eis gegessen zusammen. Ja, unser erstes Mal. Okay, jetzt kommt, war quasi schon das erste Mal, jetzt mit dem Treffen, aber wo war euer erstes Date? Es war auf einer Kreuzfahrt. Weißt du noch? Stimmt. Wir sind nämlich ganz zufällig in unsere beiden Familien Urlaub gebucht, auf diesem einen Schiff. Und es war für mich klar, dass das muss ein Zeichen sein, dass wir beide dann auf einer Kreuzfahrt zusammen sind. Das war ein Zeichen des Meeres. Das war bezaubernd. Was war dein erster Eindruck von mir? Ich fand dich von Anfang an total hübsch und süß, aber ich fand, du warst halt ein bisschen klein. So. Und da dachte ich so, yo, ist Frodo wieder da? Und du hast Schokolade bestellt, das ist auch nicht so nice. Also ich würde immer Vanille nehmen. Wie lange seid ihr schon zusammen? Boah, hier steht sogar, wart ihr zusammen? Wenn ich mehr zusammen wären. Wie lange sind wir zusammen? Ich glaube, das sind jetzt so 2 Jahre. Ja, wir sind immer noch zusammen. Ja, und es prickelt auch noch wie am ersten Tag. Ja. Meine Hand da weg. Worüber streiten wir am meisten? Um Bowie. Ja, um Bowie. Wer das nicht weiß, Bowie ist unser Adoptivsohn. Und wir beide wohnen noch getrennt. Und das Sorgerecht wurde noch nicht ganz geklärt. Jetzt immer die Frage, ob Bowie bei mir sein darf oder bei dir sein darf. Ja. Und aber was kriegen wir schon hin? Wer hat von uns beiden in der Beziehung die Hose an? Fabi hat die Hosen an. Ich habe nur eine Boxershorts an. Ja, so ist das Leben. Oh, jetzt kommen so Fragen, wo wir übereinander was wissen müssen. Oh, okay. Welche Schuhgröße haben wir? Also, welche Schuhgröße hast du? Welche du hast 43. Ja, und du hast entweder 41 oder 42. Oder 40. Nein, du hast 41. Ah, so gut kennst du mich also? Ja, du hast 41. Nein, ich habe 44. Hast du nicht? Doch. Deine Füße sind nicht größer als meine. Soll ich meine Schuhe holen? Nein, du holst jetzt nicht deine Schuhe. Ich habe 44. Okay, nächstes Mal. Okay. Du hast 44. Alles gut. Ja, verstanden. Wann und wo haben wir das erste Mal ich liebe dich gesagt? Das ist echt schwierig. Haben wir das jemals gesagt? Ich glaube noch nicht. Fabi? Ja? Ich liebe dich. Ich mag unglaublich gern Rhabarbersaft. Warum zur Hölle machen wir das? Ey. Was ist sein Lieblingstier? Also was ist mein Lieblingstier, was ist dein Lieblingstier? Hund? Nee, deins weiß ich. Das ist nämlich ein Hund. Ja? Ja. Komm, nee. Truthahn? Ja, aber nicht der Truthahn, sondern die Truthähne. Truthahn! Nur mehrere Truthähne aus den Niederlanden. Truthähne sind die geilsten Tiere, die es gibt auf dieser Welt. Ja, Mann! Was hasst er am meisten? Ich glaube, wir haben beide eine Sache zusammen. Oh, ich weiß, was du hast. Als ihr letztens nach Salzburg geflogen seid, da war so ein schreiendes Kind im Flugzeug. Also schreiende Babys im Flugzeug. Was hasse ich? Fleisch. Ja, das stimmt. Aber ich esse es halt einfach nicht, aber ich hasse eigentlich gar kein Fleisch. Was macht ihr am liebsten zusammen? Eigentlich drehen wir nur Videos. Wisst ihr was? Leon, das kannst du jetzt nicht vor der Kamera sagen, okay? Leon, das bleibt unter uns.
Den Garten gießen. Das war, ja, wir arbeiten unglaublich gerne im Garten. Ich habe auch so ein kleines Radieschenbeet, er hat so ein kleines Gurkenbeet. Was kann er stundenlang tun? Oh Gott, was ist das? Kannst du stundenlang eigentlich nur irgendwo an irgendeinem Ort sitzen, Musik hören und die ganze Zeit so machen? Was könntest du stundenlang machen? Videos schneiden. Ja. Ja, ich schneide ja auch einfach stundenlang. Oder schlafen. Videos. Ja. Und jetzt die letzte Frage, und die ist ganz wichtig. Wie sehen eure Zukunftspläne aus? Weißt du irgendwie nach dem Video nicht mehr, ob das überhaupt Sinn mit uns macht? Kannst du die Kamera ausmachen? Mach mal bitte aus, okay, das ist gerade. Nee, ich. Also, das Video haben wir jetzt noch, machen wir noch, also stellen wir auch hoch. Für die Klicks. Und, du merkst das doch selber, wir haben uns voll verändert. Hey, der. Also, wir können es auch nochmal versuchen, aber. Ich kann auch erstmal die Abmoderation machen. So, das war unser Boyfriend Tag und wer es bis jetzt nicht verstanden hat, wir sind nicht zusammen. Das war ein kompletter Witz. Also bevor jetzt wirklich Menschen das ernst nehmen, so wie Leon, der das zu ernst genommen hat gerade. Nein, wir sind nicht zusammen. Aber wir lieben einfach so, wenn ihr so Bilder von uns macht und irgendwelche Fanfics schreibt, die wir zwar manchmal sehr komisch finden, aber ihr könnt uns ruhig weiterschicken, wollte ich mir sagen. Wenn ihr hier oder da oben auf das i klickt, dann kommt ihr zu unserem letzten Video, da haben wir mal ein paar Werbungen parodiert und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag zum besten Video auf YouTube. Du machst hier gar nichts. Ciao. Ciao. Ich hab keine Hose.